Was haben wir mit den Ziel, was haben wir uns für Ziele gesteckt mit der Einführung von Operations One? Das war eine ganze Menge und ich muss zugeben, dass wir eigentlich alle Ziele auch erreicht haben darauf. Wir haben also die Steigerung der Qualität und die Reduzierung der Fehlerrate. Durch den papiergeführten Prozess kam es immer wieder vor, dass Teile übersprungen worden sind oder abgekürzt worden sind, die dann im Nachgang zu mitunter einer schlechten Qualität geführt haben und dann ein Servicetechniker vor Ort fahren musste, um etwas zu reparieren. Durch den digital geführten Prozess ist dieses Abkürzen nicht mehr möglich und wir haben da also eine Steigerung in der Fehlerrate. Wir hoffen es gehabt und ich denke, man kann das schon gut erkennen. Wir haben auch immer wieder den Anspruch, die Ansprüche der Kunden sind auch gestiegen im Bereich der Dokumentation der Anlage, die sie von uns kaufen. Also es genügt nicht nur den Kunden einen Schlüssel hinzulegen mit dem, sagen, da ist der Einschaltknopf, schalt die Maschine ein, sondern die waren auch sehr bewusst im Sinne von, wie ist denn die Qualität in der Planheit des Vakuumtischs, den wir noch kurz ansprechen werden, wie sind denn die Messraten also Positioniergenauigkeit der Messer und der wiederholten Vorgang beim Schneidevorgang. Das sind alles Vorgänge, die wir ausgrund der Montageinformationen, die wir hatten, zusammengetragen haben und dann auf Kundenwunsch manuell zusammengestellt haben. Das war ein sehr oder ist ein sehr aufwendiger Prozess, den wir aufgrund der Digitalisierung hatten, können wir abkürzen, weil wir haben die Informationen ja schon in der Montage gesammelt und können es dann automatisch dann dem Kunden zur Verfügung stellen. Was auch ein Punkt ist, ist, wir wachsen, die Firma stellt Leute ein, rekrutiert neue Mitarbeiter am Markt, sind sehr schwer zu finden mit den speziellen Skills, die wir brauchen. Und da hilft uns eine digital geführte Anleitung sehr wohl, um neue Mitarbeiter schneller in den Prozess einzuführen und dass sie produktiv werden können. Ja, also das löst keine Schulung ab, aber es unterstützt auf alle Fälle beim Produktivwerden von neuen Mitarbeitern. Auch ein wichtiger Punkt, wo zum Thema Qualität dazugehört, ist das Vereinfachung der Dokumentation. Bisher war es so, wir haben ungefähr 40 bis 50 Montagetechniker, die hatten bis dato einen Ordner bei sich am Tisch, wo die Montageanleitungen für die verschiedenen Serien und Modelle abgelegt waren. Wenn es da eine Anpassung gegeben hat, muss man das 50 Mal kopieren, 50 Mal lochen, 50 Mal verteilen. Die Mitarbeiter mussten das einsortieren. Da kam vielleicht nicht zum Zuge, weil er im Urlaub war, kommt er später dazu. Also da hat es immer wieder also einen Riesenaufwand gegeben, diese Updates also bei einem Updates durchzuflächendecken und prozesskonform überall einfließen zu lassen. Das geht in einer digitalisierten Version sehr viel einfacher, dass man nämlich hinklicken kann und sagen kann, und jetzt haben es alle Mitarbeiter den neuesten Stand. Man muss es auch quittieren, dass man es gelesen hat. Die Steigerung der Effizienz ist auch noch ein wichtiger Punkt. Wir haben eben, man sieht es beim Mitarbeiter, da auf dem Bild ist ein Mitarbeiter von uns, ist der Herr Zahn, der früher so diese Maschine montiert hat. Man sieht vor ihm liegen jede Menge Papierdokumente, die je nach Kundenanfrage dann unterschiedlich dann kombiniert werden mussten oder durchgestrichen werden mussten. Und das, was auf diesen Zetteln, die man jetzt sieht, auch notiert worden ist, manuell, musste dann manuell ins ERP-System eingetragen werden, um die Garantiezertifikate auszustellen können, um die Seriennummerverwaltung sicherstellen zu können. Das ist auch ein Riesenaufwand gewesen. Und heute mit dem neuen System werden jetzt die Seriennummern im Montageprozess direkt erfasst und über eine Schnittstelle direkt an unser ERP-System übergeben. Damit sind wir sehr effizient in der Übergabe und sehr effektiv, weil wir keine Tippfehler mehr haben. Ja. Und man sieht es auch noch ein bisschen vorne dran im Bild angedeutet, das Werkzeug, das ist jetzt nur exemplarisch ein Teil des Werkzeugs. Das hat der Montagetechniker aufgrund von seiner Erfahrung, eben diese ganzen Betriebsmittel, die eingesetzt worden sind, dann ausgewählt. Mit Operations One sind wir jetzt auch in der Lage, die Betriebsmittel, die für eine Qualitätsprüfung im Montageprozess eingesetzt werden können, lückenlos zu erfassen, was uns dann auch wiederum in der Dokumentation und bei der Rückverfolgbarkeit von Seriennummern im Service dann unterstützt.